Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln, Gefälligkeit und Scherzen, erobert man die Herzen, die gute Mädchenleucht, die gute Mädchenleucht. Doch wär ich es in Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserem Semifinale angekommen sind. Und ich wünsche Ihnen auch viel Vergnügen dabei. Freuen Sie sich darauf. Wir freuen uns drauf. Und jetzt dürfen Sie klatschen, und ich gehe. Jeder Juror vergibt seine Punkte über die stimmliche Qualität, die Musikalität, das Erscheinungsbild, die Interpretation, die Textverständlichkeit und natürlich auch die Stimmqualität, also das Timbre und den Klang. Im Grunde genommen setzt sich daraus ein Urteil zusammen und das entscheidet dann, welcher Sänger ganz oben auf dem Podium stehen wird. Voll von Emotionen, natürlich sehr begeistert. Für mich ist es eine große Ehre, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, im Finale sein und zwei Preise bekommen. Ich habe gehört von Anfang bis heute unsere Kandidatin und dann Kandidatinnen, also ganz perfekt, ganz great, ganz sehr große Sängerinnen und Sänger. Die Gesangstradition, die es hier seit Jahrhunderten auch gibt, die Verpflichtung auch einem Repertoire, vor allen Dingen halt eben auch die Operntradition, die hier stark gepflegt wird. Wir sind eine Opernstadt und haben auch ein ganz tolles Orchester. Und ich denke, das ist schon Voraussetzung genug. Ich wäre sehr froh, wenn sich dieser Wettbewerb etablieren würde, weil das doch, sagen wir mal, für Bayern oder auch für die Staatsoper enorm Prestige wäre, wenn sich das rumsprechen würde, ähnlich wie der ARD-Wettbewerb, dass man eben hier gewesen sein muss, wenn man also vorankommen will als Sänger. Ich habe schon ein paar Gesangswettbewerbe miterleben dürfen und ich muss sagen, ich finde das hier sehr, sehr gut und sehr professionell auch. Also die Auswahl ist wirklich sehr gut getroffen. I can't really begin to tell you how excited I am, you know. It's a real big validation. You know, I've only been singing this dramatic repertoire for a couple of years, and it's nice to have the validation of such a prestigious jury.
die Meistersinger-Tradition, die gab es ja schon im ausgehenden Mittelalter. Hier gab es Barden, die sich im Wettstreit um den besten Gesang und die beste Lyrik auch kompetitiv hervorgetan haben. Und dem wollten wir auch ein bisschen Genüge tun.